Hallo und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des Tages 281 der russischen Invasion der Ukraine. Das Gebiet um Bachmut bleibt weiterhin schwer umkämpft. Südlich der Stadt starten die Russen einen Angriff nach den anderen, um Bachmut einzukesseln und die Ukrainer zum Kapitulieren zu zwingen. Heute wurde bestätigt, dass die Russen die Kontrolle über Kudumivka, Selenopila und Andrivka gewonnen haben und ihre Operationen in der Region weiter ausbauen. Einige Quellen berichteten bereits, dass die russischen Einheiten die nächste ukrainische Verteidigungslinie durchbrochen haben, um in Richtung Chassiv Yar vorzustoßen. Dadurch wäre eine der beiden wichtigsten ukrainischen Bodenverbindungen nach Bachmut abgeschnitten. Selbst wenn all diese Berichte stimmen, so ist die Lage weit nicht so schlimm, wie sie scheint. Und in diesem Video erkläre ich, wieso. Vor 2 Tagen habe ich Ihnen bereits erklärt, wie es den Russen gelungen ist, mithilfe der Hochebenen die ukrainische Verteidigung in Osarianivka und Kudumivka Schritt für Schritt zu untergraben. Ich habe auch gesagt, dass die Ukrainer in der Lage sein könnten, Kudumivka zu halten, zumal die Ukrainer diese Region weiter verstärkt haben. Aber anscheinend kam diese Verstärkung nicht rechtzeitig an und die Ukrainer waren gezwungen, sich aus Kudumivka und Selenopila zurückzuziehen. Selenopila ist im Grunde genommen ein Teil von der Ortschaft Kudumivka und die beiden Siedlungen sind einzig und allein durch eine Straße voneinander geteilt. Da auch das kleine Dorf Andrivka fiel, verlagerte sich die Frontlinie um etwa 3 Kilometer Richtung Westen. In einigen Quellen heißt es, die Russen seien bereits bereit, eine der Hauptnachschubstraßen südwestlich von Bachmut abzuschneiden, indem sie Iwanivske einnehmen, oder sie würden Toretsk einkesseln, indem sie auf Bilahurra vorrücken. In Wirklichkeit verfügen die Russen jedoch nicht über genügend Ressourcen für solche Angriffe. Werfen wir zunächst einen Blick auf die topografische Karte. In der letzten Woche hatten die Russen eine Glückssträhne, weil sie einen lokalen taktischen Vorteil erlangten. Sie haben Majorsk eingenommen und sind dann unter Ausnutzung der Anhöhen langsam auf Kudumivka vorgedrungen. Wenn die Russen tatsächlich das erste Szenario umsetzen und in Iwanivske einnehmen wollen, müssten sie wieder bergauf vorrücken, denn Chassiv Yar liegt hoch über dem Boden, etwa 35 Meter über Kudumivka. Wenn wir auf die Satellitenansicht wechseln, können wir sehen, dass es auf dem Weg nach Iwanske viele Schluchten, Baumgürtel und Wälder gibt. Das bedeutet, dass die russischen Einheiten zwangsläufig vor jeder dieser Schluchten stecken bleiben würden. Und das unter ukrainischem Artilleriebeschuss. Drittens ist Iwanske ein großes Dorf in einer Tiefebene, wodurch es quasi automatisch zu einer Killzone wird. Einige meinen, dass sie die Verbindung nach Bachmut noch kappen könnten, indem sie zuerst die Kontrolle über Klischivka übernehmen. Allerdings würde ein solcher Angriff viele Probleme mit sich ziehen. Die Stadt liegt in einem Tiefland, sodass man die Straße nicht sehen kann und keine direkte Feuerkontrolle zum weiteren Vorrücken hat. Es sei denn, man betritt die Felder, wodurch man sich allerdings selbst zu einem leichten Ziel machen wird. Selbst wenn die Russen sich hierfür entscheiden, so gibt es noch genügend Straßen im Hinterland von Bachmut. Das macht Bachmut zu einem so schwierigen Ziel. Sämtliche Versorgungsstraßen sind praktisch unerreichbar, vor allem wenn man aus Richtung Süden vorrückt. Wenn die Russen das zweite Szenario umsetzen und Bilahurra einnehmen wollen, werden sie ebenfalls auf eine Menge Probleme stoßen. Wie Sie sehen können, haben die Ukrainer in Toretsk viele Hügel und Anhöhen in der Nähe der Kohleminen, die bis zu 80 Meter über dem Boden stehen. Die Stadt selbst liegt auch nicht in der Tiefebene, genau wie Chassiv Yar. Bilahurra ist nur 8 Kilometer von Chassiv Yar und Toretsk entfernt, sodass jede russische Bewegung direkt zu sehen sein wird. Das bedeutet, dass es praktisch unmöglich sein wird, diese Stellung gegen Gegenangriffe zu verteidigen. Geschweige denn, diese Gruppierung zu versorgen. Insgesamt kann man feststellen, dass die kleinen taktischen Geländegewinne den Russen keinen absoluten Vorteil in der Region verschafft haben. Nach Einschätzung des Institute for the Study of War ist es unwahrscheinlich, dass die russische Armee zum jetzigen Zeitpunkt Bachmut schnell einkesseln könnte. Es gäbe auch keine Hinweise darauf, dass die russischen Streitkräfte derzeit wichtige ukrainische Logistiklinien bedrohen. Das Institute for the Study of War kam zu dem Schluss, dass die russischen Streitkräfte es grundsätzlich versäumt haben, aus früheren Offensiven mit hohen Verlusten und minimalen Geländegewinn zu lernen.
Seit Ende Mai hat die russische Armee kontinuierlich ihre Kampfkraft für kleine Siedlungen rund um Bachmut verschwendet. Das nur, um am Ende Gewinne in der Größenordnung von einigen Kilometern aufzuweisen. Selbst wenn die Russen Bachmut einnehmen würden, so würde ihnen diese Stadt nur wenig operativen Nutzen bringen. Die Kosten, die mit 6 Monaten brutaler, zermürbender und auf Zermürbung beruhender Kämpfe um Bachmut verbunden sind, überwiegen bei weitem jeden operativen Vorteil, den die Russen aus der Einnahme von Bachmut ziehen können. Die russischen Offensiven um Bachmut verbrauchen einen beträchtlichen Teil der verfügbaren russischen Kampfkraft und erleichtern möglicherweise weitere ukrainische Gegenoffensiven in anderen Regionen der Ukraine. Vielen Dank fürs Zuschauen meines Videos und wir sehen uns im nächsten Video.